Weg von Fahrer und Strecke. Nix gegen die beiden, die sind soweit toll. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Einfach weg, weil was wechseln wollen. Da geht's hin und fahren und rennen und weiter. Trolli wieder mal auf der 4. Spa und Regen. Spa, Sepang, fängt auch mit S an. Zu meiner Verteidigung, in Sepang steckt auch ein S, ein P und ein A drin. Ha. Ist auf jeden Fall Regenreifenwetter, harte Regenreifen, dann machen wir das so. Oh, Intermediates. Warum? Die werden alle verlieren. Schlecht kommen wir schon mal nicht weg, aber ein Hauch schlechter ist die Konkurrenz. Muss nichts heißen. Schauen wir mal. Boah, was macht denn der da? Der hat seinen Teamkollegen angestupst. Ja, die Konkurrenz kommt schon mal besser raus. Dabei stehen sogar leichte Pfützen. Ist doch kein Intermediate-Wetter. Gerade hier in der ersten Runde, wenn sich noch alles tümmelt, müssten wir in der Rechtskurve richtig nah rankommen. Kommen wir aber nicht. Tja, es fällt ja auch nach links. Na, die Inter sind auf jeden Fall schneller. Reinkommen können wir nicht machen. Das sind wir ganz am Ende. Müssen wir uns halt durchbeißen. Vielleicht wird es noch etwas feuchter. Einfach so. Da sind wir ausnahmsweise mal nicht schneller als der Minardi Teamkollege, sondern eher so gleich schnell. Na, jetzt ist aber interessant, weil die gerade arschlangsam sind. Jetzt klemmen wir den Herrn Teamkollegen ein, nein, wir schubsen ihn vorbei. Na! Der hängt noch. Ah. Mist, Mist, Mist. Wir haben uns am Prost Acer verheddert.
Oh oh. 6.668. Das ist aber natürlich eine Wucht, der ist nicht lahm. Hat sich nochmal gute 2 Zehntel verbessert und ich hätte schon mal etwas mehr als 2 Zehntel. Ich habe das Gefühl, der Himmel, der klart etwas auf, die Wolkendecke bricht auf. Vom Arrows setzen wir uns ab, aber der Arrows ist auch nicht wirklich ein Maßstab, auch wenn wir Menardi sind. Der Teamkollege ist vor uns. Auf Frenzen. Na, da war ich jetzt etwas zu schnell am Eingang. Sperre untersteuern. Das geht schief. Scheiße. Nicht letzter. Heieiei, Tomasz Enger, so weit hinten? Wer hat das gemacht? Keine Ahnung. Oh, abtrocknende Fahrbahn. Gar nicht gut für unsere Reifen. Das ist überhaupt nicht gut. Auf Trockenreifen werden wir so schnell nicht gehen. Insofern werden die Reifen noch schlechter. Die sind jetzt schon nicht ideal.
Sieht echt cool aus, wie die Dialine teilweise noch ziemlich nasse Stellen hat. Also abtrocknend, ja, aber dann so mit dicken weißen, mit dicken nassen Pflastern versehen, sag ich mal, Pflaster. Jetzt hätte da jemand nochmal einen Eimer ausgekippt auf der abtrocknenden Dialine. Unter einer Minute. Mal gucken, ob das noch deutlicher wird. Der Benoli, der ist leider sehr weit weg. Ist noch nicht über die Linie. Jetzt eine Minute Rückstand. Punkt genau eine Minute. 5,8er nach vorne. Gut, der Tscheche wird auch schon mit Überrundung zu kämpfen haben. Das macht ihn ja auch wieder etwas langsamer. Sachen Punkt genau erreicht, aber dafür etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ja, der Benoli fährt weg, der ist kleiner geworden. Nicht sehr viel, aber mindestens ein 6er Abstand nach vorne, 6-2. Dabei trödel ich nicht herum, ich fahre schon so schnell es geht, aber die Reifen, die geben einfach nicht mehr her. Vor. Der Tomasz Enge, der muss vorbeilassen, der verliert dadurch Zeit auf uns. Boah, ich bin doch gar nicht schnell gewesen in der Links. Ich glaube, die Reifen werden nicht wirklich besser. Ich meine, nach vorne geht eh nichts mehr, dann kommen wir jetzt rein und holen uns die Inters und mal gucken, ob der Boxenstopp-Bug auftritt. Trockenreifen werden hier bestimmt nicht gefahren in diesem Rennen. Dann haben wir auf jeden Fall die besseren Reifen. Ja, dann kommen wir auch in die Überrundung hinein, aber das bringt so nichts mehr. Selbst wenn vor uns jemand abfliegt, der Abstand ist so groß, der wird dann wieder auf die Strecke fahren und dann haben wir nichts davon.
So, Boxenstopp Bug ist nicht mehr. Nie wieder, ja? Intermediates, genau. Erster Gang. Los. Ja. Was sind jetzt so für Zeiten drin? Auf den Vordermann, den Abstand werden wir jetzt ganz genau im Auge behalten. Wurden wir berundet, wollte ich gerade fragen. Steht wohl gerade erst an, da kommt ein Ferrari. Na, auf jeden Fall ein Ferrari. Die Reifen sind sowas von besser. War da vorhin schon echt Trockenheit, ne? Jetzt ist die wieder verschwunden. Hier war vorhin schon Ideallinie zu sehen. Eine abtrocknende. Ist ja gar nichts mehr trocken. Nur weil wir reingekommen sind. Wenn Michael Schumacher kommt, wird sich normalerweise gedreht. Ist auf jeden Fall Michael Schumacher roter Helm. Eine Runde weniger. Hier ist auch nichts mehr trocken. Vielleicht wurde es nur feuchter, weil wir die Reifen gewechselt haben. Halte ich für gar nicht so abwegig. Steht in keinem Zusammenhang, aber... Vielleicht hat das Spiel einfach so entschieden, hey, da kommt rein, ich mach's nass. Nicht im Sinne von, dass wir uns ärgern, weil die Reifen jetzt besser wären, die wir gerade eben drauf hatten, sondern eher, weil... im Spiel vielleicht irgendwas ausgelöst. Darstellungstechnisch. Das meine ich eher. Hätten wir den Stop eher absolviert, wäre die Strecke eher so, wie sie jetzt ist. Rein optisch. Wechselt er auf andere Reifen? Oh. Frontflügelschaden. Mhm. Thomas Engel schon wieder. Wo hat er das denn? Oh, der fährt schon fast die gesamte Runde so. Oh Mann. Doof. Stups. Gebönk. Was war mit dem... Oh, die beiden zusammen mit dem Jaguar hier hinten. Wird von einem Aeros überholt? Warum denn? Achso, war da... Die beiden waren im Zweikampf und haben wir da angeschubst. Das erklärt aber noch nicht die Wiesenfahrt. Da einfach abgekommen, okay. Haben wir ein paar Meter weiter auch schon gemacht. Dann waren wir links im Kies. Gut, dann ist das so. Oh, zwischen den beiden Ferrari. Wir werden Thomas Enke auch bald überrunden. Nee, davon sind wir noch weit entfernt. Vor dem Stop waren wir gute 64 Sekunden vor ihm. Dann haben wir gestoppt, jetzt stoppt er. Ich denke mal, wir sind etwas näher gekommen, weil er musste die gesamte Runde noch, fast die gesamte Runde, zwei Drittel, mit einer angeschlagenen Nase fahren. Ich nehme jetzt 1,15 Vorsprung, mal gucken.
Der Ferrari ist zu weit weg. Tut mir herzlich leid. Nur noch 26 nach vorne. Hohoho. Achso, sie ist aber rein. Nicht mehr bei Noldi. Schade, hätte jetzt gerne die Zeit zu Bernoldi gewusst. Der Ecke ist es ja nah dran. Hatte schon die Befürchtung, er schubst uns links raus. Wie schön man da den anderen Autos beim Fahren zu gucken kann, rechts. Nichts mit 1,15. Aber womöglich muss er schon die nächsten vorbeilassen. Muss gucken. Oh. Was hat der für Probleme? Bremsprobleme? Ja, ist nicht sehr langsam in die Wand gefallen. Schön Gas geben, genau. Und dann in die Ecke, wo Grosjean... war es 2018? Ich glaube 2018 reingeballert ist. Nee, geht gar nicht. Der Flügel da oben. Das letzte Rennen war ja 2017, also war das ja 2017, als der da über den Gullideckel geflogen ist. Über die Drainagenabdeckung, Gullideckel. Nach vorne nur leicht gewonnen. Schenk habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, den Abstand zu ihm, den haben wir schon überrundet. Einfach so, unbemerkt. 23-0. Mir war ja klar, dass wir mit den Reifen dann nicht den Vordermann einholen werden. Zumal er, der Bernoldi, auch auf den Dingern unterwegs ist. Aber mit den Dingern weiterfahren, mit den Regenreifen war keine Option, denn... Der Vordermann ist weiter weggefahren. Hintermann war weit weg. Ja, hätten sie weiter langsam fahren können, so können wir immerhin noch mal ein paar Runden schneller absolvieren. Als eben im Vergleich zu den Runden mit Regenreifen.
Hab mir zwar keine Zeiten gemerkt, aber mit den Intermediates geht's auf jeden Fall schneller und die Strecke ist feuchter geworden. War schon mal sowas wie eine Ideallinie hier und da zu sehen. Hier zum Beispiel, hier war auch schon ein Stück leicht am Abtrocknen. Kurbelkratzen. 23,8, 1,28. Der Abstand vom zweiten zum dritten ist ganz schön groß. Der kommt noch nicht ernsthaft daran. Da ist jemand hinten zu sehen. Ich glaube, das waren McLaren Mercedes. Das war auf jeden Fall ziemlich dunkel. Vier Bernoldi mittlerweile. Mhm. Ist Bernoldi irgendwie abgeflogen? Ich glaube ja, denn warum sollte der Irvine. Warum sollte der auf einmal 5 Sekunden schneller sein als wir? Oder eben Bernoldi? Da ist irgendwas mit Bernoldi gewesen. Aha. Er und Irvine frisch erst überholt wurden, der Bernoldi, und dann greift er auf der nächsten Geraden gleich wieder an. Interessant. Irvine hat aber auch die Linie zugemacht. Unnötigerweise. Klar, den Gegner in die Enge treiben, aber das geht auf jeden Fall aufs Konto von Irvine. Er fährt gleich weiter. Bernoldi ist aber auch schnell wieder auf Zack. Ferrari vorbei und drehen. Ach, mir gefallen die Inters bei Bridgestone auf jeden Fall besser. Ich hätte die auch gerne drauf bei uns. Na, ist ein BMW Williams hinter uns. Thomas Enk ist halt noch nicht über die Linie. Das wird halt erst sein, wenn wir auf der vorletzten Geraden sind. Oder mit Zufall auf die letzte Kurve unterwegs sind. Einundneunzig Sekunden. Dritte letzte Runde. 1,50,9. 8,6 noch von. Mit etwas Geduld und Spucke. Aha, Geduld gibt ja nicht mehr viele Runden. Bekommen wir den vielleicht noch gut zu Gesicht. Also nicht überholt, aber wir werden ihn dann größer vor uns sehen. Lass es hier den Bernoldi größer werden lassen. Abstand. Den wollen wir verkleinern. Da bin ich jetzt darauf dran.
hast du schon eine Eingangs- und links. Der BMW darf auf der Geraden vorbei. Jetzt vielleicht doch schon. Außen wir das. Er fährt ins Kies. Oh, der ist knapp hinter uns wieder zurück. Spinnt wohl. Apropos Kies. Kann ich auch. Wenn ein BMW Williams ins Kies fahren kann, kann ich das auch. Und dann können wir auch auf der 3 fahren, wie der BMW Williams. Noch kein Engel über die Linie jetzt. 33,7. Der ist hier links neben uns. Dahinter ist ein Menardi, da ist schon der nächste BMW Williams. Oh, Trockenheit. Die kommt jetzt am Ende wieder zurück in der vorletzten Runde. 6,5. Ralf Schumacher wird sich auch denken, fahr mal zur Seite, du doof. Blaue Flaggen und so, noch nie was von gehört. Ja, aber dafür muss er erstmal in Angriffsmodus und dann muss er auch die Kurve bekommen und nicht ins Kiesbett fahren. Einige Autos hinter uns und der Benoit kommt uns näher, aber den kriegen wir nicht mehr. Nächste Runde, schon die letzte Runde. Außer die Hinterleute werden ihn noch morgen nicht unter Feuer und Strom setzen. Dann bleib halt hinter uns. Da war gerade ein Aeros, aber das war einer an der Kurve, das ist nicht der vor uns. Gelbe Flagge jetzt nochmal. Und da rennt schon wieder weg. Jetzt will ich aber wissen, was hier los war. Aha, Frenzen. Und Stups. Oh, das sieht so cool aus. Oh, 3, 4, 5, 6. 4 Autos. Und doch kein Minardi dabei. Stimmt, geht ja gar nicht. Ist er vor uns. Wirkt aber eher wie ein Minardi. Vorletzte Runde abgeschlossen. Letzte Runde für uns. Drei, sechs. Keiner an uns vorbei. Ich glaube, das ändert sich diese Runde noch. Jetzt hat sich Ralf Schumacher von seinen Verfolgern gelöst. Jetzt setzt er gleich an. Er kriegt die Kurve nicht doch. Okay. Ich wollte schon sagen, er dödelt geradeaus weiter in uns rein. Nein. Glück gehabt für ihn. Da hast du gerade den McLaren abgeschossen. Jetzt der sauber vorbei. Der hat irgendwie die Kurve nicht gepackt, weil er, ich glaube, angestupst wurde. Und die Ideallinie jetzt auf einmal wiederkommt. Ja.
Ist hier gegen Ende nochmal richtig was los. Einige... Angefangen mit Benoldi Irvine, einige Fahrer neben der Ideallinie. Neben der Ideallinie. Höchst interessant. Ich habe mal eine Rundenzeit gemerkt. 50.9. Mal gucken, ob das unsere Bestzeit ist. Wie viel hier jetzt trocken ist. Dann nochmal ganz kurz beim Anfang der Kurve. Und wir werden Vierter. Wehe, irgendwer macht das Auto kaputt. Ich will jetzt hier Spaß haben. Hat sich keiner einen Weg zu stellen. Hups, ich will zurück auf die Strecke. Nicht nach rechts, ich lenke doch nach links. Oh Mann. Warum machen wir das? Einfach aus Spaß. Sieht ja auch cool aus. Könnte uns einen Motorschaden noch einbringen, aber nicht so kurz nach dem Rennen. Dafür ist so wenig Zeit. Jetzt bitte nicht kaputt fahren, bitte nicht. Ich öffne mal kurz die Lenkung, damit wir noch weiter nach außen getrieben werden. Wir sind immer noch zu nah an der Ideallinie. Yeah, geh weg! Das war kein... Das ist jetzt ein Motorschaden. Ja, ja, doch noch geschafft. Cool. Volles Rennergebnis. Gaspedal. Beschleunigungsprobleme. Ja, er hat nochmal beschleunigt auf dem Weg ins Kies. Habe ich Bremsprobleme gelesen? Oh. So, Bestzeit auf der 15. Ach, 50.1 sogar. Und der Teamkollege eine halbe Sekunde hinter uns, aber wir weit hinter dem Teamkollegen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.